Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich, hier vom Brandenburger Tor, Berlin, 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 wir fahren nach Berlin. So, wir gucken mal jetzt hier rein, was haben wir denn heute? Heute haben wir hier den Mythic Quagmire in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle. Dann gehen wir schon gleich rüber zu den Karten. Ja, hier Mythic Bob Pack. Richtig nice eigentlich, das Ding. Was haben wir da? Chris Gemälde, Seb Brannigan, Peter Strawing und Eugene Belcher. Auf jeden Fall die Box gar nicht mal so schlecht. Wer jetzt echt einen Bob noch irgendwo voll machen will, Leute, schlagt zu, holt euch irgendwie noch Free Gems, was weiß ich, haut da rein. Das Ding, Bob, Mythic Bob ist geil. Dann haben wir hier die Paintings Box. Die ist auch nicht schlecht. Fry's Painting. Und dann haben wir hier dieses Mutilated Therapy Dolls Arc Sketch. Trauriger Clown, McGriffin und Philip J. Fry. Habe ich euch ja schon vorgestellt, diese Box. Die ist auch ganz gut. Dann sind wir auch schon in der Combo Mastery für heute angelangt. Und dann schauen wir uns die doch gleich mal an. Was haben wir denn da so heute am Start? Heute haben wir den Whale Hunter oder Whale Hunter Amy. Und Whale Hunter Amy ist folgendes. Wo ist, was mache ich hier? Wo ist? Whale Hunter Amy ist da. Sieht ein bisschen komisch aus, was ich jetzt hier wieder geschafft habe. Ich weiß nicht, ich mache hier momentan immer nur Mist. Immer nur, ja, ich mache immer nur Mist. Immer. So. Whale Hunter Amy. Amy. Ja, hier mit Waffenkarten. Gehen wir mal auf die. Nein, das ist ja Quatsch, was ich hier gerade mache. So, ich will ja alles haben. Ich will ja maxen einfach. Maxed out. Gucken wir uns mal an, wie das Ding dann aussieht hier mit einer gemaxten Amy. Und Dr. Amy Wong Gingerbread ganz da hinten. Hier zum Beispiel. 19 Punch. Stoß durch die Mauer und eine Bombe. Also 19er, 15er Bombe. Das ist schon echt stark. Hier oder 21, 24, 17 mit Candy Cane Gun. 22, 24, 18 mit Doomsday Device. 22, 25, 18 mit Bazunga Bazooka. Ja, die ist auf jeden Fall echt gut, die Combo. Und aber ich würde trotzdem jetzt keine 500 Gems für ausgeben. Wisst ihr ja, kennt mich ja. Ne? Gleichi ist da ein bisschen geizig. Gleichi ist geizig. So, und dann haben wir hier als nächstes haben wir die Combo Shut up and take my money. Oder halt's Maul und nimm mein Geld. Und das ist ein Fry mit. Können wir auch gleich schon wieder hier maxen. Mit Geldkarten, das heißt also, wir haben eigentlich nur diese eine legendäre da unten, das ist Bag of Nickels. Und da kommt schon was zusammen mit 43 Schaden. Ne? Also, die ist schon gar nicht mal so schlecht. Und wenn man da jetzt nochmal 10% draufrechnet, bist du bei 45, bist du bei 22, bist du bei 47. 47 Schaden im First Hit, aber ich befürchte, dass diejenigen, die sich das leisten wollen wü oder leisten würden, kein Bag of Nickels im Deck haben. Insofern vergessen wir diese Combo ganz schnell wieder und wenden wir uns der nächsten zu. Und die nächste Combo ist Drunk at Work. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, Drunk at Work, ich die vorhin gesehen habe, habe ich gedacht, oh. Oh, die ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt haben wir gerade den Mythic Bob da momentan. Ne? Hat schon relativ viel Gas. Aber das ist dann auch schon alles. Wir haben eben also hier einen Bob mit Alkoholkarten. Und dann, ja, kommt halt eine Karte mit Heilen und mit Gas raus. Kann schon mal Sinn machen, aber dafür jetzt extra 1000 Steine auszugeben, das lohnt sich nicht wirklich. Also dann warte ich doch lieber auf was anderes.
Und dann lassen wir die jetzt einfach mal an uns vorbeiziehen. Dann haben wir die nächste, das ist der olympische Hammerwerfer. Der Hammer Olympian. Und den gucken wir uns jetzt auch nochmal schnell an. Das ist ein Teddy mit. Hier, mit Waffenkarten. Und das ist schon krass, ne? Teddy mit Pantry Gun. 20 Punch und 13-fach Craze. Und dann kriegst du noch Leben hinzu, wenn der Combo gespielt wird. Das ist immer so nebensächlich hier. Aber 21, 41 Schaden im First Hit und du hast noch das Craze mit hinzu. Also, wenn ich den Teddy hätte, ich glaube, der olympische Hammerwerfer ist eine der stärksten Kombos beim Teddy, dann würde ich mir wahrscheinlich jetzt hier da das Ding holen. Ja, aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich gleich drei Öcken reinhauen, also drei Packs kaufen, weil da würde sich das echt lohnen. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal rein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.